Ein wunderbarer Platz hat in Köln aufgemacht, und zwar die Vegan Junkfood Bar. Die kennt ihr vielleicht noch aus meinen Amsterdam-Videos, aber hier können wir jetzt auch bestellen. Wir haben hier verschiedene Sharings, Burger, Freaky Fries, Fries, Soßen und Desserts. Aber ich will natürlich immer was Veganes testen, deswegen gibt's den Daddy Burger. 12,95 €. Und gerade eben habe ich noch wilde Soßen gesehen, deswegen einmal Pink Triff, Purple Garlic, Blue Daddy und Pink Garlic. Als letztes Schokocito. 22,45 €. Let's go. Schauen wir mal rein in das Prachtstück. Die Farben da drauf sind ja Wahnsinn. Das sieht ja aus, als wenn man so ein Graffiti einfach in sich reinschaufeln könnte. Und dann würde ich mal sagen, wird jetzt getestet. Das ist alles vegan, ne? Dafür ist es wirklich eine 4,8. Jetzt aber noch zu den einzelnen Soßen. Pinke Soße, nicht so meins. Jetzt gucken wir mal, dass die Daddy-Soße schmeckt wie bei Paluten damals. Nochmal eine Garlic-Soße. Besser. Und das hier, weiß ich gar nicht mehr. Für die Auswahl alleine 4,8 auch. Nachtisch 5,5. Aber